Das ist ärgerlich. Ich hatte Hoffnung, dass ich den Kopf abschneiden kann, weil er mich hier bedrängt. Ich renne da jetzt hin. Komm her. Wo bist du? Ich renne hier mitten im Wald, in der Dunkelheit, in einem Fremden hinterher. Der IQ ist auf jeden Fall da. Wo laufe ich denn gerade hin? Ich fahre gerade irgendeinem komischen Weg und keine Ahnung, wo er hinführt, der eben noch nicht da war. Obwohl doch, er war eben da, ne? Da war nur. Aber ich kann hier nicht hoch. Muss ich dem Weg gar nicht folgen? Ich dachte, dass. Ach, ich denke ganz sicher Schritte. Ich dachte, hier muss ich hin. Ich höre doch Schritte, ich bin doch nicht blöd. Da ist ein Licht. Guck mal, wenn ich renne, ich höre langsame Schritte hinter mir. Hört ihr das? Oder sind das meine Schritte? Boah, wenn das meine Schritte sind, als Spieleentwickler, wer auch immer du bist. Frechheit, das ist echt fies, wenn das meine Schritte sind. Da sind Lichter. Ich will da hin. Da unten auch. Wir können über die Brücke gehen, bestimmt, oder? Obwohl er eigentlich da hinten ihn gezeigt hat. Das ist eine Lüge, dass wir jetzt hier lang müssen. Da ist doch Licht. Kann ich hier rüberspringen? Ich darf da immer noch nicht hin, aber das ist doch Licht. Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn hin? Was willst du von mir? Warte, er hat die Hütte gesagt, ne? Oh, die Hütte, wo ich eben war, wahrscheinlich. Ich dachte, er meint die kleine Hütte, wo wir den Bolzenschneider geholt haben. Ach, verdammt. Ich wollte doch nur über die andere Seite, aber Licht. Licht ist gut. Licht heißt, da sind Menschen oder Licht heißt, eventuell sterbe ich nicht. Okay. Komme ich jetzt hoch oder nicht? Mann, Zaun. Frechheit. Kann ich hier jetzt reingehen? Ist das die Hütte, die gemeint war? Ist das nicht die Hütte, die gemeint war? Ich höre die ganze Zeit Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Okay, ich gucke mal ganz kurz auf mein Tagebuch, weil er hat dazu geschrieben. Oh mein Gott, ja, Gott sei Dank, es war nur der Wind, der das Fenster weit aufgerissen hat. Am Brunnen vor dem Haus habe ich jedoch eine beunruhigende Gestalt erkannt. Er will anscheinend etwas von mir, er deutet mit seinem Finger auf etwas. Wer könnte nur so spät in der Nacht in der Einöde herumwandern? Ich hoffe, dass er nicht gefährlich ist. Das könnte ich jetzt wahrlich nicht gebrauchen. Ich werde nach unten gehen und ihn fragen, warum er zu diesem Ort gekommen ist. Vor dem Haus ist niemand. Der Bursche hat sich in Luft aufgelöst. Ich sollte mich gründlich umsehen. Vielleicht hält er sich irgendwo versteckt. Ich glaube, er hat mir mit seinem Finger auf den Schuppen gezeigt. Vielleicht finde ich dort etwas. Also doch der Schuppen da hinten. Aber da war doch nichts weiter, oder? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Ich habe nur die Bolzenschneider gefunden, aber ich. Was soll ich denn damit tun? So, ist hier doch irgendwas. Kann ich in den Schuppen reingehen vielleicht? Oh, ich kann das wegziehen. Moment. Weg mit dir. Und dann gehe ich in den Schuppen rein. Ah, dafür war das. Ich muss ja alles manuell machen. Das ist ja fürchterlich. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ich will nicht, dass da aus Versehen herkommt. Ein Zeitungsausschnitt. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Oh nein. Aber wir haben doch am Anfang Adam gesehen, ne? Der. Oh, vielleicht wurde Adam von dem Killergeist oder so besessen? Ich meine, wir haben ihn gesehen, wie er gefoltert hat. Das ist gar nicht gut. Das kann gut sein. Oh, was, habt ihr das gesehen? Da war was. Da war hundertprozentig was. Da war irgendwas. Ich habe mir das auch nicht eingebildet. Da war doch was. Was auch immer das war. Das ist eine Frechheit und ich werde bestimmt gleich umgebracht. Ich werde bestimmt gleich umgebracht. That's my father's hat. Ja, der wurde umgebracht. Ich werde umgebracht. Ah, da steht Basement. Och, ich will nicht in den Basement. Ich will nicht in den Keller. Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Du willst dir das wirklich angucken, statt irgendwo anders hinzufahren, wenn da jemand mit Blut Basement hingeschrieben hat, mit dem Hut deines toten Vaters. Ist das denn dein Ernst? Willst du sterben? I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go Aber. home. Ach wirklich, du willst lieber nach Hause gehen, in den Keller, wo steht, dass du auch hingehen sollst für den Typen. Ist es dein Ernst? Der Typ ist doch wahnsinnig. Der Eindringling ist verschwunden. Ich habe jedoch im Schuppen eines Zeitungsartikels über ein grausames Verbrechen gefunden, das in der Gegend vor vielen Jahren verübt wurde. Es hat keinen Sinn, in der Dunkelheit der Nacht weiter nach diesem Burschen zu suchen. Es ist mir unheimlich, Zeit nach Hause zu gehen.
Aber du willst doch nur in den Keller gehen. Und er hat einen Bluttipp für dich hinterlassen, dass du in den Keller gehst. Glaubst du, das überlebst du? Ich bin mir sicher. Oh mein Gott, ich weiß schon wieder. Das Spiel wird hundertprozentig so enden, von wegen, dass. Das ist genau wie Männer mir dann. Ich kann mir das schon denken. Der Vater wurde damals umgebracht von so einem komischen Mörder. Unser Typ wird hier umgebracht von einem komischen Mörder. Und der Mörder ist irgendwie so ein Spukgeist hier drin in dem Haus. Und der seine Opfer grauenvoll foltert. Und das wird Adam später mit seiner Frau auch tun. Heilige, hallo. What? You let yourself in? Hallo? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Die Tür geht nicht mehr auf, oder? Euer Wein. Vielleicht braucht er nur eine Umarmung, oder? Brauchst du nur eine? Er braucht nicht nur eine Umarmung. Ja, das wirst du hundertprozentig. Im Haus ist es auch nicht sicher. Der Wahnsinn hat sich einen Weg ins Innere gebahnt. Er stand so nah vor mir, ich konnte ihn beinahe berühren. Und dann ist er verschwunden. Er hat sich nicht versteckt. Er ist einfach so verschwunden. Ja, ich muss das nicht weiterlesen. Es sind 100% Geister. Irgendein Geisterkiller, der die Leute hier foltert, tötet. Und er foltert sie aber nicht selber. Er greift nur Besitz von ihnen und dann... Wir waren hier vorher gar nicht drin, ne? Oh Gott. Er greift nur Besitz von ihnen und die bringen dann ihre eigenen Leute da oben und immer so weiter. Und wahrscheinlich ist das schöne Dekostück voll mit Blut, weil... Was? Oh Gott. Weil unser Mann, den wir gerade spielen, damit sterben wird. Mit Sicherheit, oder? Da ist noch was, das will ich mitnehmen. Where did all this blood come from? Dear God. Ich will es nicht wissen, woher das alles kam. Kann die Welt mich nicht einfach in Frieden lassen? Da ist ja noch viel mehr Blut. Okay. Ich mach's auf. Da ist niemand. Oh, es sind sowas mal wieder Geister. Ich glaube, Harry Potter hat hier ein bisschen gewütet. Harry? Harry, bist du langsam es leid gewesen, dass du da eingespuckt hast? Ich geh runter. Alles gut. Hast du mich erschrecken, du scheiß Pferd? Oh, da ist sogar was unter. Blödes Ding. Ich kann mein Licht nicht die ganze Zeit leuchten lassen, das ist das Problem. Ich habe nicht so viel. Da ist was unter. Was ist das? War das Petroleum? Petroleum oder so. Ein Werbeprospekt für den Gasthof. Das erste Werbeprospekt für den Gasthof meines Vaters. Er sagte zu mir, wir haben es geschafft, mein Junge. Da steht nichts hinten. Hillside Inn hab jetzt geöffnet. 40 komfortable Betten. Ein gemütlicher... Herberge. Achso, wir sind also eine Herberge hier eigentlich. Das ist gar kein normales Haus. Aber da sind noch nicht 40 Betten. Obwohl, vielleicht meint er auch woanders, einen anderen Platz. Würde mich wundern. Obwohl, wir haben vielleicht in dem Haus, was neben uns ist, noch mehr Betten. Vielleicht ist das hier doch das Gas. Kann ich den Hammer mit die Axt? Wieso darf ich die Axt nicht mitnehmen? Hinter dir läuft irgendjemand her oder du hast irgendwelche Geister oder so und du willst nicht mal eine Axt mitnehmen? Wir haben immer, wieso kann man nicht einen schlauen Protagonisten haben, ha? Nur einmal. Und Resident Evil hat es ja wenigstens einigermaßen gut gemacht, dass man schlaue Protagonisten hat. Irgendeine Art und Weise, aber die Indie-Spiele, da ist man immer blöd. Naja, nicht immer, aber mein Gott. Oh, da ist ein Gesicht. Das ist nur ein Bild. Ey. Ich hab ein Item weggeworfen, das brauche ich. Und da ist eine Tür, wo ich hin muss. Und wahrscheinlich sterbe ich hinter der Tür, oder? Was meint ihr? Das ist bestimmt mein Ende. Ja. Oh Gott sei Dank. Ach nö, jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Ja, schieb das doch weg. Ist okay. Und ich muss die ganze Zeit drücken. Das ist schon wieder so ein Spiel. Wir könnten der gleiche Charakter sein wie in Amnesia. Genauso dämlich. Oh mein Gott, da ist was. Das brauche ich. Gartenschere, darin Klingen verrostet sind. Auch wenn der Zahn der Zeit in ihr genagt hat, könnte sie noch nützlich werden. Die wird uns auf jeden Fall noch nützen, nützlich. Achso, wir brauchen sie direkt. In deinem Aktenkoffer? Wo ist denn dein Aktenkoffer? Soll ich nach oben gehen oder wie? Ich muss endlich nach oben gehen. Whatever happened. I hope it's not my fault. Am I delusional? Ich will nicht mehr, wieso? Kann
alle nicht einmal in Ruhe gelassen werden. Ich meine, was ist das denn? Hell is that? Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. Ist okay, ich habe diese komische Schere. Ich wollte gerade sagen, ich kann es verbrennen mit meinem mit meiner Laterne. Das kann ich nicht. Ich werde doch gleich wieder erschrocken, oder nicht? He's upstairs. Ey, komm her, du Penner. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Oh Gott, überall Geräusche. Und überall ist Blut. Meine Taschenlampe. Warum muss meine Lampe die ganze Zeit hin und her schwingen? Ich soll der Blutspur folgen. Ist das denn eine gute Idee? Has someone gone through my briefcase? Mysteriöser Schlüssel. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu dem Ort mitgenommen habe. Der Schlüssel muss ja für irgendeine Tür sein. Was passiert jetzt? Die Tür geht auf. Sterbe ich jetzt? Ist das jetzt... Was ist jetzt mit der Vergangenheit? Who the hell are you? Da ist der Fremde. Hau einfach ab. Hör auf, mit ihm zu reden. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Junge, hau ab. Was machst du denn? Oh. Nein, auch so zum Überspringen. Ich dachte, zum Springen, der Taste gedrückt hat. Ich hab fast übersprungen. Oh, bitte steh doch auf und hau ab. Du hast doch bestimmt irgendwo einen Karren oder ein Pferd oder irgendwas, bitte. Ich will nicht, der wird uns foltern und umbringen. Kapitel 3, yay! In dem alten Haus meiner Eltern, in das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte, dem wir gerade gespielt haben. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauder den Rücken herunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um Hirngespinste dieses Nicholas handelten. Ich denke, das werden wir bald sehen. Und ich denke, das ist genauso, wie ich das beschrieben hatte, dass wir wieder Geister haben, die uns besitzen werden. Uns besitzen, ja genau. Unseren Geist besitzen werden. Und wir werden deswegen Emma zerhacken. Das ist es bestimmt. Ich will nicht, dass es das ist. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, was uns jetzt erwarten wird. Uns erwartet ein Buch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Wie? Es ist jetzt nicht passiert? Haben wir uns das eingebildet oder was? Hä? Hä? Da war doch gerade der Typ. Wieso sind wir jetzt hier? Okay. Ich finde Emma im ersten Stock. Also war das jetzt nur Einbildung. Irgendwas stimmt nicht mit dem Haus. Wenn das nur Einbildung war, dann haben wir Geister? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das denn hier? Eine Suppenkelle oder was? Oh, ich wollte es nicht werfen. Ich werde mal rotieren. Da ist nur ein Kind. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Gesichtsausdruck? Ich habe keinen Bock auf Hausarbeit, Mama. Warum muss ich das hier machen? Oh, ich kann auch um Anschauen drücken. Das macht es deutlich einfacher. Ein trauriger Engel. Der sieht nicht traurig aus. Der sieht angeekelt aus. Er sieht unglücklich aus. Kopf hoch, mein kleiner Freund. Im Gegensatz zu mir hast du Flügel und kannst jederzeit an einen besseren Ort fliegen. Sagt das gerade unser Charakter? Kann ich da untergucken? Da war nichts, ne? Dann weg damit. Hat unser Charakter das gerade gesagt, dass... Oder war das einfach nur irgendwie von wem anders, dass er gerne wegfliegen würde, so nach dem Motto? Wenn es unser Charakter war, dann muss ich nochmal mit Emma reden. Immer noch alles zu, ne? Ja, ich denke mal, ich darf nur zu Emma gehen. Mehr auch nicht. Oh, ist ein süßer Hund. Ach, wie cool. Also, solche... Honey, you won't believe what I found it. Oh, da steht sie ja. Warte mal auf mich, okay? Warte mal auf mich. Solche Kunstwerke erstaunen mich immer. Also... Das sieht immer so leicht aus, aber wahrscheinlich echt schwer, das zu machen. Ich bin absolut nicht künstlerisch begabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin furchtbar da drin. Also wirklich, furchtbar ist noch eine Untertreibung. Wenn ich mit meinen Freunden Gartic-Phone oder so spiele, ja. Hey, Emma? Einfach, ja. Also, Emma? Vielleicht einige Sachen gehen. Sag mal, Emma, ist gut, wenn du taub bist. Ich will eh gerade nicht mit dir reden.
Aber andere Sachen wie Tiere oder so, nein. Nein, absolut nicht. Das geht gar nicht. So ein Nightmare. Ah, nee, das haben wir eben schon gesehen. Naja, egal. Ich gehe aber mal zu Emma, bevor ich mich ablenken lasse. Emma, Schatz, warum hörst du mich nicht? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary, what? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. Warum bist du denn so angenervt? Was ist denn das? The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Hä, eben warst du doch besser gelaunt. Was ist denn jetzt mit ihr los? Ist unsere Ehe doch nicht so perfekt und deswegen... Bist du das Beast inside, Emma? Hä? Bist du das? Heißt das Spiel wegen dir so? Verdammt, jetzt muss ich alleine in den gruseligen Keller gehen, Mann. Nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich nicht Angst vor Dunkelheit haben könnte. Frechheit. Eine Uhr. Zum Glück kann ich nun von zu Hause aus arbeiten und muss meinen Wecker nicht mehr auf 6 stellen. Ja, das ist ein Träumchen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, ich weiß auch nicht, was ihr Problem ist. Jetzt muss ich in den gruseligen alten Keller gehen. Ganz allein. Stimmt, der Strom geht ja nicht. Ich darf gar nicht weitergehen. Welches Monster auch immer da unten ist, kann sich betrinken, bevor wir da runtergehen. Dann haben wir vielleicht eine Chance abzuhauen, wenn es uns verfolgt. Ach, dann wieder auch zum Dachboden. Mal wieder. Und hier in der Nähe von dieser hässlichen Box, die ich nicht lösen konnte. Gern das Ding mitnehmen, einfach um irgendjemanden zu erschlagen. Das ist nach wie vor abgeschlossen. Ich frage mich, was da ist. Harry? Harry Potter, wohnst du da hinten? Mr. Potter. Ich weiß nicht, ob er da hinten wohnt. Es würde Sinn machen. Es sieht so aus. Hä? Es geht ja noch weiter. Achso, hier waren wir ja schon oben. Da ist noch was. Oh, eine Axt! Ich schmeiße ihn nach unten, falls wir die noch brauchen. Books. Ach, Deko. Ist bestimmt schlecht kaputt machbar. So, einmal runter. So, wo finde ich hier eine Maschinenlampe? Ist da oben was? Das sieht so verdächtig aus. Nee, das ist wahrscheinlich nur was zum Reparieren. Das sieht aus wie so ein Schlüsselding. Aber der Mann ist nicht mehr draußen. Nee. Ich weiß auch nicht, anscheinend haben wir durch das Tagebuch irgendwas erlebt oder so. Wie so eine Halluzination. Wir haben ja anscheinend noch nicht eine ganze Nacht geschlafen. Da ist was. Was ist das? Warum hast du ein Ausrufezeichen? Das ist eine Taschenlampe. Oh, sie ist nicht gerade neu, doch sie sollte ihren Zweck erfüllen. Sie hat eine ziemlich starke Glühbirne. Alles klar, dann geht's ab nach unten. Erstmal runterfallen hier. Ich bin froh, dass das geht. Ist eine Erleichterung, dass ich irgendwo runterspringen kann, wenn ich das möchte. Entschuldigung? Mach das nicht. Soll das? Emma? Verarsch mich nicht, okay? Mach das nicht. Ich sehe das gar nicht ein. Mach nicht einfach die Tür zu. Ich bin schon... Ey, der hat meinen Wein nicht genommen. Ach, jetzt rollt er auf einmal, ja? Jetzt, wo die unsichtbare Wand weg ist. Frechheit. Oh mein Gott, die ist ganz schön hell. Oh, ich habe Angst. Ich will hier nicht irgendwas Gruseliges unten sehen. Ach du, du böses Pferd. Dieser Fingerwackler von ihm. Na, 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 was fällt dir ein? This horse will haunt me in my dreams. Ach, so gruselig war das gar nicht. Ich will nicht wissen, was uns sonst hier erwartet. Oh. Nee, warte mal, komm her. Schlag dich. Kackpferd. Benzin oben drauf, ey. Verbrenn dich. Dann sehen wir mal, wer zuletzt lacht. Auch wenn du wahrscheinlich gar nicht lachst. Nee, Gott. Oh, Emma. Ich werde jetzt unsere Eheprobleme lösen. Oh, schade. Sehr verdächtig, dass wir so viele Äxte haben in unserem Haus. So, machst du nochmal an die Taschenlampe? Ja, danke schön. Ich mag diesen Keller nicht. Sehr gruselig. Hier waren wir ja auch schon und das gefällt mir noch weniger. Ah, ich kann hier überspringen, verdammt. Oh, da ist was. Hm?
That's what I like. Es ist ein richtig schöner Schreibtisch. Würde ich auch gern machen. Also das ist echt ein schöner Schreibtisch für zu Hause. Ja, solide. Oh. I bet his chiming has startled many people.